Hallo! Tag, ihr Bilden. Ich bin immer noch ganz schön Depri. Das letzte Video, das hat nicht so funktioniert, deswegen bauen wir heute was Leichtes. Heute bauen wir was richtig, was Geiles. Hörst du zu? Besser als zu, Kaspar. Wir bauen eine Fensterbank. Steht ja im Titel und das machen wir. Feuer frei. Was brauchen wir? Eins Brett? Ich schreie immer so. Das ist ein bisschen dreckig, lag im Garten. Kostet so um die 3 Euro, je nachdem bei welchem Baumarkt. Kann auch sein 7 Euro, wenn du Scheiße kaufst. Und hier ein Birkenast. Der ist noch nicht ganz trocken. Das kann auch zu Problemen führen, aber das werden wir sehen. So, dann bauen wir hier die Fensterbank hin. Immer erstmal messen. 1 Meter. 1,66 würde ich sagen. 1,66 und hoch. Na, sagen wir mal so 10. Ich habe ja hier so eine Fensterbänke schon mal gebaut. Da habe ich das noch hier mit so einem Stempeln gemacht. Da habe ich das so ein bisschen einfach nur irgendwie gestrichen. Hier, Rünje Dübel, zack, fertig. Reicht ja im Prinzip auch so, ja. Aber wie das so ist, man will sich ja immer ein bisschen verbessern. Werden wir das diesmal ein bisschen anders machen, dass das auch ein bisschen besser aussieht. So, wir sind in der Garage. Draußen ist zwar schön Wetter, aber es ist wieder eine Mittagsruhe. Ich habe mir ein bisschen was Bequemeren angezogen. Wenn die juckig ist, ja, wenn die juckig ist, musst du die richtig, dann musst du die nachmachen, die Alte. Wenn die juckig ist, musst du die nachmachen. Das Holz, das lag inzwischen bestimmt ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder so, lag das jetzt draußen. Das ist total verzogen und alle. Ich glaube, die Säte ist das Beste. 1,66 haben wir gesagt. Stimmt. I. Kannst du dich noch erinnern an das Video mit der Kiste? Ich würde sagen, ihr schied ihn recht. Wer sich in meiner Garage aufhält, und hier nichts zu suchen hat, Kopf ab, verstehst du? Kopf ab. Und die ist es extrem verbogen mit eurem Brett. Also ich sage mal so, ein klarer Schnitt ist für alle das Beste. Echt verkackt Sprüche immer. Das kann natürlich auch lose machen hier irgendwie. Meine Fresse. So, das Brett haben wir, das schleifen wir uns gleich noch schön. Jetzt geht es aber erstmal darum, hier was runterzubauen. Mein Plan ist ja, ihr könntet natürlich einfach machen und so drunter machen, aber das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ist ja langweilig. Deswegen will ich es irgendwie so drunter machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange wir die Stücke machen können, dass ich das mit der ollen Säge. Wenn du so eine Säge nicht hast, dann müsstest du das natürlich irgendwie anders überlegen. Aber ich will jetzt mal probieren, wie lange ich aufsägen könnte mit der Säge. Erstmal gerade. Und die überhaupt tiefen? Oh, warte, das kann schon das erste Problem sein, dass die ja nicht tief genug kommt, die ollen Säge. Ach, ist aber trocken genug. Ist trocken genug. So, ich denke mal, wenn wir es so breit machen, ist das, glaube ich, ganz okay. Wird natürlich nachher alles noch geschliffen und gemacht und getan, ist ja halt richtig. Aber jetzt geht es ja darum, dass das so natürlich irgendwie ein bisschen blöd ist. Würde ja rollen. Werd dich mal ein bisschen dichter holen, wa, Kumpel? So, jetzt ist die Frage. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen gefährlich für die Fingers. Nee, ist schon scheiße, wisst ihr? Ungefähr 10 haben wir gesagt, wollen wir hoch. So hoch werden wir nicht kommen. Punkt aus, Mickey Maus. Wenn wir 6 hoch machen, das Ding, dann würden wir ja am Ende mit dem Brett zusammen ungefähr auf 8 kommen. Ist immer noch in Ordnung. Muss ja nicht immer alle so hoch sein. Ja, soweit habe ich schon geahnt, dass sich die Rinde hier so ein bisschen löst. Die müssen wir nachher ankleben, dann würde ich sagen. Alles nichts Überraschendes. Ist alles so geplant. Ist doch alles, die Scheiße ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Ja, das verrutscht hier alle die Pisse. Das war jetzt krumm und schief. Das ist doch schon wieder krumm und schief. Ist das eine, ey. Kannst du das so schon wieder vergessen, kann ich das so nie hinbauen, ey. Naja, und nu? Und nu? Nö, schon nu. Ja, ist doch noch nicht richtig trocken. Kannst du das vergessen, ey. Kann ich das so nicht hin. Mann, ey, das funktioniert auch nie. Was einfach mal so, wie man sich das vorstellt. Das ist immer viel zu nass. Ich mach's ja immer schlimmer. Was ist denn bitte? Ach, was könnt ich in die Ecke scheißen, ey. Müll. Das große Problem ist, glaube ich, dass das Holz noch zu nass ist. Ja? Dadurch löst sich dann halt auch jedes Mal die Dings. Die olle. Mensch, wie heißt das? Rinde heißt das. Oh.
So nebeneinander und dann einfach oben und ein bisschen mal wegziehen, dass ich es gerade mache. Oder ich probiere es gerade zu schleifen, dass es nicht kippelt. So. Das war Test. Und jetzt kommt es drauf an. Pass auf jetzt. Okay, da sowas von einem raus, das ist Wahnsinn. Ich ahne schon, jetzt hau ich wieder richtig ihn raus. Das hier, 40er Papier. Ach, jetzt hängt das hier fest. Ey, Mann! Ey, oh. So, jetzt wird sich natürlich wieder mein unendliches Genie zeigen. Das werden wir jetzt sehen. Strom muss natürlich auch noch hin. Ey, irgendwas ist immer. So, was sagst du? Ich denke, dass es so gehen würde. So wie die Idee, wie ich es festmachen will nachher, ist ja, da müsste das eigentlich hinhauen. Ich glaube, das wird easy ja nicht auffallen, wenn ich ihr das schön ein bisschen in Kakao rühre, Moins. Ein bisschen Schabernack treiben! Schabernack treiben! Also ich finde das eigentlich ja nicht so schlecht. Also wenn das nicht 1A gerade ist, hätte ich mir natürlich die ganze Rumsägerei sparen können, ne? Später ist man immer klüger. Jetzt ist natürlich die Scheiße, dass das Holz so verzogen ist, ne? Sagen wir mal, so würde es aussehen. Also weiter auseinander, ist klar, aber finde ich schon ja nicht so schlimm. Ah, jetzt hängt er im Auge. Ah, jetzt hängt er im Auge. Oh, ach, Mann, ist das einfach eine Scheiße, ey. Oh, Mann, warum hängt mir die Augen lasern lassen? Bin ich bei uns halt normal. Ist ja ganz einfach. Und ist auch mit, muss man sagen, ist mit wenig Fluchen verbunden. Ich habe noch nicht gemeckert heute. War alle ganz easy. Das ist enttäuschend für die Leute, die nur gucken, weil ich mich ja immer so künstlich aufrege. Nämlich ein herausragender Schauspieler bin und das immer so tue, als ob ich mich aufrege. Eigentlich bin ich eine coole Sau. Eigentlich bin ich eine richtig coole Sau. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen feineres Schleifpapier, 320er, wenn du das genau wissen willst. Mal dich heran, mein Dickerchen. Ja, das ist noch zu nass. Das Holz ist noch zu nass. Scheiße, ey, das hätte so oft Platz, die Pisse. Vorsichtig behandeln, beiseite legen. So, als Vergleich kann man ja mal zeigen, man merkt halt nur beim Anfassen so richtig den Unterschied. So sieht es natürlich aus, wenn ich sie schliffen habe. Wenn du das so nicht haben willst, sondern lieber so, dann musst du das halt so lassen, wa? Aber ich mag das halt immer, wenn das schön glatt ist. Hier siehst du den Unterschied auf der Kamera nicht, den spürst du halt nur echt. Ist noch sehr nass, finde ich. Sehr, sehr scheiße. So, die sehen, finde ich, ganz gut aus. Jetzt packen wir die beiseite, dann schleifen wir Brett. Oh, scheiß Kacken in den Augen, ey. Ach, Mann, ey. Kotzt mich auch immer an, alle. Ey, und dann fällt die Scheiße auch mal runter, ey. Nee, scheiß Zeug in den Augen hast du auch nie gehabt, als du die Augen noch nicht gelasert hattest, ja? Hast du mal Kontaktlinsen drin gehabt, hast du ja nicht gesehen. Dass da irgendwas eklig ist, so eine Scheiße. Mann. Alter, meine Scheiße, ey. Oh, Mann. Oh, ey. Das ist ja eine Schutzbrille. Das ist ja eine Schutzbrille. Wenn es mir am Arsch legt mit der Schutzbrille, verstehst du, so was brauche ich nicht. Leck mich doch am Arsch. Ja, dieser scheiß Kleppteller hält nicht mehr so richtig. Was ist denn das jetzt? Das geht noch. Ja, gerade so, ey. Also so sieht das Brett jetzt erstmal aus. Ich muss kurz mal Pause machen. Ich weiß nicht, ob ich es nachher reinnehme oder nicht. Im Video wahrscheinlich nicht. Ich erzähle einfach für mich selbst. Ich habe mir ein Auto gekauft vor einer Zeit, ja. Warum erzähle ich das jetzt? Weil ich eben gerade wieder gestört wurde, weil das scheiß Autohaus angerufen hat. Wahrscheinlich, weil ich eine... Mann, ihr scheiß Tischbacke! Das Pisse hier. Dieses Autohaus, ich habe da eine Bewertung geschrieben, ne? Und jetzt rufen die mich. Jetzt haben sie eben versucht, mich anzurufen. Ja? Deswegen bin ich jetzt schon wieder auf 180. Ich mach's ganz kurz. Hingefahren. Ganz anders als im... Es ist ein Ford. Ich bin ja Ford-Fan. Ford Autohaus. Ein Ford Autohaus. Richtig, wo Ford draußen dran steht. Verstehst du? Ist jetzt irrelevant für dich, wenn du nur hier wegen der Scheiße guckst. Spul ein paar Minuten vor. Ich denk mal 2 Minuten. Spul vor und dann siehst du weiter. Bin da hingefahren, hab mir das Auto angeguckt, war enttäuscht. Ja? Gebrauchtwagen? Okay. Ist ein Gebrauchtwagen. Kannst du nicht neu erwarten. Abgegrabbelt, Reifen runter. ABS, Airbag-Lampe hat geleuchtet, ja, all möglicher Scheiß. Der Verkäufer, top, ja. Lars, wenn du das siehst, Lars Olaf, du bist ein super Typ, du. Lars Olaf, weiß nicht, Nachnamen war komisch. Top Typ. So, kann nichts dafür, ja. Ich ein paar Mängel angesprochen, sagt, das untergeht nicht, nee, alles klar. Der hatte die klappert vorne, ja. Ich sage, okay, wird ja technisch, kommt ja noch durch Inspektion und TÜV kommt ja noch. Ich hole das Auto nach 2 Wochen ab.
Airbag-Lampe möchte ich dazu, Airbag-Lampe ist TÜV-relevant, möchte ich dazu nochmal sagen. Das ist das Erste, was einem Mechaniker auffällt, wenn er ein Auto steigt, einen Startknopf drückt, alles fängt an zu leuchten, alles geht wieder aus und die Airbag-Lampe bleibt an, wenn der Motor an ist. Ist scheiße. Ich gucke das Auto an, top. Ja, neue Reifen drauf, Felgen top. Alles, was gemacht wurde, innen drin, der Innenraum abgegrabbelt, haben sie alle gemacht. Richtig geil, top. Optik, super. Ich versteige ein Auto, will losfahren, Airbag-Lampe leuchtet. Ich gleich sagt, hier, guck mal da. Ist ein Gebrauchtwagen, wer weiß, vielleicht ist er wieder angegangen. Das Bremslicht war eins dann defekt und so was, als ich es abhöre. Kann passieren, ist ein Gebrauchtwagen. So. Nach einer Woche, ich bilde mir die ganze Zeit, das hatte bei der Probefahrt auch schon vorne immer irgendwas gepoltert, ja. Okay, gut, das ist ja durch den TÜV gekommen, das Auto, kann ja nicht sein. Nach einer Woche geht die Karre nicht mehr an. Ich angerufen, ich sag, hier, guck mal, geht nicht, war, wie das immer so ist, sagst ab, wo du hin willst, was weiß ich, hin und her. Ja, kommen sie rum, ich sag, guck mal gleich vorne wegen den Poltern. Wurde auch gemacht, ein Stoßdämpfer wurde gewechselt. Jetzt, wenn du Experte wieder bist, und sind ja immer alle Experten, ein Stoßdämpfer ist nicht fachmännisch. Man macht immer zwei. Aber okay, ist so ein adaptives mit Sportfahrwerk und Weichfahren und Hartfahren und so. Ist einer sehr teuer, konnte ich mit umgehen. Mit der Batterie muss ich schuld gewesen sein. Muss ich schuld gewesen sein mit der Batterie, weil da haben sie bestimmt Licht angelassen oder so. Anderthalb Wochen hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, ey, du hast den Leuten jetzt echt Arbeit auf ihr Hals. Ich meine, man muss sagen, Leihwagen, alle die kriegt, alle gut, ja, kann auch alles passieren, war ich noch Mensch, ja. Nach einer Woche geht die Karre wieder nicht an. Ich wollte mit dem Hund zum Tierarzt, wie das immer so ist, muss schnell gehen, zack. Der hat nicht mal mehr genug Saft gehabt, um mir die Scheißtüre aufzumachen. Das musst du mir überlegen, nicht mal die Scheißtüre hat er aufgemacht, ja. Nicht mal mehr, dafür hat er die Kraft gehabt. Ich wieder angerufen, ihr sagt, Leute, das kann doch nicht sein, hin und her. Ja, alles klar, kein Problem. Zu Fuß einkaufen gegangen, mit dem Hund zum Tierarzt, die laufen und wieder immer, es ist immer alles scheiße, verstehst du? Nächsten Tag wieder, Leihwagen gekriegt, alle Dude. 3-4 Tage Leihwagen gefahren, rufen sie an, sie können das Auto erstmal holen kommen. Ich das Auto erstmal geholt, wieder nach, ich sag den Ort jetzt nicht, weil sonst kauft da keiner mehr ein Auto irgendwann, wenn ich 1000 Millionen Abonnenten habe. Wieder hingejuckelt, ja? Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, man hat ja sonst nichts zu tun. So, der CD-Wechsler ist, zieht Saft. Das kam nicht irgendwie mal, entschuldigen Sie, dass Sie so oft kommen müssen, entschuldigen Sie, dass Sie so Probleme haben mit unserem Auto. Nichts. Gar nichts. Ist halt so. Muss man mit leben. Gut, 2,5 Wochen, wir müssen den CD-Wechsler bestellen, hieß es denn. 2,5 Wochen später, ich gedacht, irgendwann muss ich ja mal einer melden, ja? Ich meine, Reifenwechselzeit, okay, gut, dauert eine Weile, aber man kann ja mal anrufen, ja? Wie sieht's aus, wann könnten wir, ja? Ich angerufen, ja, der ist zufällig heute gekommen, machen wir einen Termin. Jetzt bin ich wieder nach dahin hier. Das war dann das fünfte Mal, dass ich dahin geballert bin. Also rechne mal, 15 Stunden Fahrzeit. Hin und her, hin und zurück immer alle. 15 Stunden Fahrzeit plus Wartezeit plus was weiß ich. Kein Entschulden. Da fragen die mich noch, ob ich den CD-Wechsler denn jetzt selber bezahle. Verstehst du? Ich sag, okay, du, pass auf, ey, nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich hätte explodieren können, aber gut. Ich da gesagt, komm, hier hast du das Auto, ich ruf mal zum Baumarkt runter. Ich hatte ein bisschen Termindruck, musste wieder los. Ja, hatte nicht viel Zeit dafür. Okay, wir wechseln das, ich zu dem Baumarkt gelaufen, wieder zurückgekommen, stand das Auto fertig da. Hier, bitteschön, ihr Schlüssel und tschüss. Ich sagte, das ging jetzt aber sehr schnell, aber ist gut, weil ich muss ja los. Hatte jetzt natürlich keine Zeit, den CD-Wechsler auszuprobieren, weil ich ja eigentlich davon ausgehe, dass eine Werkstatt, wenn sie was repariert, auch guckt, ob es ganz ist danach. Ja, wenn wir irgendwo eine scheiß CD da rumliegen haben, um die da reinzufeuern und zu gucken, ach guck mal, spielt Musik. Wie das so ist, ich zu tun hab, bam bam bam, steht zu Hause hier in dieser Garage, denke, machst du mal was drin, probierst du mal, wird ja jetzt funktionieren. 20 Minuten stand da, CD wird eingelesen. Ich hab die Schnauze voll und dadurch hab ich jetzt eine Bewertung. Autoverkäufer top, Preise in Ordnung, kann man nicht sagen. Alle gut, auch so, alle nett, ja, aber immer dieses Gefühl, ich bin schuld. Ja, ich bin schuld, dass die Karre nicht läuft. Ich bin kein Mechaniker, verstehst du? Wenn nichts wäre, hätte ich die Scheiße selber gemacht. Und jetzt versuchen die mich die ganze Zeit anzurufen. Jetzt habe ich natürlich eine Bewertung gemacht. Ein bisschen erklärt, wie das gelaufen ist. Auch gute und schlechte Sachen. Man ist ja Profi. Ja, man macht das ja vernünftig. Das nur dazu. Deswegen bin ich ein bisschen schlecht drauf gerade, weil mich extremst nervt, dass ich nach 5-mal hin und her fahren, 2 Monate nur Ärger mit der Karre, mehr Leihwagen gefahren als mein eigenes neues Auto, ist mal ein bisschen schlecht drauf. So, und jetzt können wir weitermachen, nach 5 Minuten Wutmeckern. Manchmal muss man es einfach rauslassen. Manchmal muss man einfach auch ein bisschen meckern und wirklich einfach mal wirklich seine Gefühlen freien Lauf lassen. Ach, das steht meckern, da geht es richtig an, die Punkt zu schwitzen. Also, ist doch wieder eine dolle Luft hier drin. Also ich hab's jetzt erstmal so geschliffen. Ich werde es jetzt
glatt schleifen. Du siehst schon, das ist doch immer noch total dreckig, das Brett. Ne? Damit spare ich mir jetzt mal einen Schritt, den wir sonst immer gemacht haben, die sind auf alt machen. Ne? Wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine, guck dir ein anderes Video von mir an. Das spare ich mir jetzt, ich schleife das jetzt glatt, dann wird es dir beizt und dann kommt noch so ein bisschen Wachszeug drauf, dass noch mal ein bisschen Wasser kleckert und dann geht's weiter. Ist die scheiß Kamera auch noch abgesackt, ey. Mann, ey, hier läuft nichts heute. Da geh ich auch nicht mehr ran, wenn du ein scheiß Auto hast, Anruf, verstehst du? Kein Bock mehr drauf. Oh. Nicht einmal Entschuldigung gesagt, aber wenn du eine Bewertung schreibst plötzlich, das im Internet siehst, dann bist du plötzlich, oh, jetzt müssen wir aber mal schnell anrufen. Ja. Es ist jetzt nicht mega glatt, wie das, was wir sonst immer so alle gemacht haben, aber es ist so, dass es reicht. Das wird ja hinterm, immer hinter der Gardine hängen oder... Nicht so glatt wie das, was ich sonst immer so gemacht habe, aber das wird reichen, weil das ja immer hinter der Gardine steht, deswegen wird man es nicht sehen. Ich bin unkonzentriert, ich habe die Schnauze voll, ich möchte nicht mehr. Das Leben ist scheiße, so wie das kommt aus Mickey Mouse. Beize, wieder für mich hier Farbe Eiche, wie die anderen Möbel alle. Ja. Wenn ihr jetzt nicht wisst, ich habe ja heute nicht viel gezeigt von den anderen Möbeln, wenn du nicht wisst, was ich meine, guckt dir die anderen Videos an. So sieht's aus, das habe ich dazu zu sagen. Ich bin so dermaßen in die Ecke scheißen, ey. Ja, wenn du keinen Neuwagen rufst, dann bist du ja eine Nullnummer, verstehst du? Und sobald dir Geld auf dem Konto ist, braucht man sich da nicht mehr beschäftigen, ist doch egal. Die sollen froh sein, dass ich nicht 1000 Zuschauer habe oder so, ja? Sonst hätte ich den Namen gesagt. Wurde wahr. Verkaufen die nie wieder ein Auto, weil sie mich verarscht haben. Aber stattdessen kriegt nur ihr Beben meine Videos und es wird nie eine Sau erfahren, was da gewesen ist. Ist dir echt aufgefallen im Autohaus, dass ich die Lampen geändert habe, ja? Aber er hilft ja nicht, ein CD-Wechsel muss trotzdem funktionieren. Punkt aus, wir gehen raus. Einer der Vorgesetzten hat mich eben nochmal angerufen und auf der Mailbox gequatscht, dass ihm das leid tut, hat mir das halt nochmal erklärt. Ich habe die ja blöd in dem Gästebucheintrag ein bisschen mit Ali, weißt du, Ali in seinem Bungalow auf dem Schotterplatz verkauft Autos verglichen. Klar, wenn ich da einen Neuwagen kaufe oder einen Jahreswagen oder so, dann wird wahrscheinlich die Probleme nicht geben, die ich jetzt hatte, ja. Weil das ja nun schon wieder ein paar Jahre alt ist, das Auto. Aber trotzdem darf sowas einfach nicht sein, ja. Ihr braucht Wagen mit ein paar Kratzern, alle gut. Geht nicht, dass denn technisch so eine Mängel sind. Weiß ich nicht, wie das Auto durch den TÜV gekommen ist, mit der Airbag-Lampe an und vorne mit dem Stoßdämpfer im Arsch. Verstehst du, wie? Geht doch nicht. Die würden mir jetzt, haben sie gesagt, das Auto holen, wir kriegen einen Leihwagen, solange wie das dauert, und dann bringen sie mir den wieder zurück. Aber das ist trotzdem ärgerlich, verstehst du? Jedes Mal 1000 Euro Selbstbeteiligung hast du auf dem Leihwagen, verstehst du? Kann ja mal passieren, dass man mal irgendwo anditscht. Genau, ich vor Fehler nicht gefeilt. Jetzt will ich hier erstmal ein bisschen die ganze Kacke, die mir hier abgeblättert ist, ein bisschen festmachen. Womit machen wir das natürlich? Mentalkleber. Mentalkleber. Ja, da. Wenigstens hat er sich auf der Mailbox entschuldigt. Das ist ja das, wo ich wenigstens mal drauf gewartet habe, ja? Wenn ich das erste Mal ein Auto wiederbringe, dann muss es heißen, oh Entschuldigung, dass da was schief gelaufen ist. Ja, das ist alles so, so. Du hast die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich bin schuld. So, es ist noch nicht ganz 100% perfekt und auch nicht ganz 100% trocken geworden. Interessiert mich aber erstmal nicht. Einfach frustriert und deswegen hauen wir das jetzt so hin und dann ist gut, ja. Falls es mich irgendwann mal stört nächstes Jahr oder so, mag ich es halt nochmal neu. 3 Euro so ein Brett, wie gesagt. So, da man jetzt aber natürlich mit Wasser in Kontakt kommen kann, was da passieren kann, wenn da Blumen draufstehen, die gegossen werden, hauen wir jetzt noch so ein bisschen Wachsscheiße drauf. Das ist hier ein, ich will die Marke nicht zeigen, Möbelwachs mit Bienen- und Orangenwachs. So, jetzt schmiert das natürlich ganz schön. Ich habe viel zu viel davon genommen, aber ist egal, das soll ja schützen. Jetzt, wo richtig Farbe drauf ist, fällt eben erstmal auf, dass es wirklich ganz schön schief ist, das olle Brett. Vor allem hier macht so einen richtigen Knick nach oben, interessiert mich aber nicht weiter, verstehst du? Es ist nur für ein Fenster. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir auch wirklich gerade vorkommen. So ungefähr habe ich mir das ja vorgestellt. Ich finde es ganz gut. So gerade ist das, das ja so hoch gerade sein. Einmal frei. Wird so mal großer. Den ganzen Rotz befestige ich jetzt einfach mit Montagekleber, genau. Kannst du auch von oben rinschrauben, zuschmieren mit diesem Holzkit, was wir sonst immer gemacht haben und so. Kann man alles machen. Ich sag mir, nee, ich klebe das einfach, dann halt diese hässlichen Dinger nicht. Das hält auch für ewig. Und wenn mal abfällt, klebe ich halt nochmal nach, mein Gott. Mach wie du denkst. Ich mach's so. Soweit sind wir jetzt erstmal. Ich denke mal, wir sehen uns dann drin wieder, wenn es denn steht. So sieht's jetzt aus. Es ist tatsächlich das eingetroffen, was wo ich ein bisschen Sorge vor hatte. Ich hoffe, dass es sich noch irgendwann im Laufe der Zeit ein bisschen ändert.
Und zwar ist es hier oben extremst verzogen, das Brett. Jetzt sieht man es erst ganz deutlich, wenn es so steht. Ja, also man sieht es, wie da hinten so einen Knick hoch macht. Das ist halt so. Wenn du nachbaust oder so, dann achte darauf, dass du nicht unbedingt ein Holz nimmst, was schon monatelang im Garten lag. Und damit sind wir jetzt eigentlich am Ende. Also wenn du jetzt noch dabei bist, dann wirst du wirklich, Fippi, was sagst du? Also das Video war nicht so, wie ich es geplant hatte. Eigentlich wollte ich eine Fensterbank bauen und mal so ein 5-Minuten-Video machen. Ich habe mich dann irgendwann ein bisschen in Rage geredet, das tut mir leid, aber man muss das irgendwo mal rauslassen. Klar, ihr könnt es auch wegschneiden, aber warum? 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 Ihr hört dazu. Man muss es irgendwo mal rauslassen. Da sich einige wenige immer darüber freuen, wenn man mal den Namen nennt plötzlich von den Leuten, habe ich mir was überlegt. Und zwar werde ich am Ende von jedem Video zukünftig ein paar Namen nennen. Ja, und zwar die mir besonders aufgefallen sind. Bisher waren das Kadi, Alex, Benni hat nachgelassen. Benni, was los? René, mein Bruder hat auch schon geteilt. Twitter jetzt häufig kommentiert. Danke. Tobias jetzt ganz neu dabei. Ist hier alle nur durch die Decke. Ohne muss ich noch nennen. Weil ich es ihm versprochen habe, neulich aus der Kneipe. Ich bilde mir ein, ich habe durch dich nicht einen Aufruf mehr. Wahrscheinlich hast du dich mal selber gekickt. Dann bist du eine Sacklaus. Das möchte ich von vornherein festlegen. Ich habe mein Versprechen erfüllt. Du bist genannt. So, ja, schriftlich bist du genannt, Junge. Ja, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, tut's mir leid. Das sind diejenigen, die mir bisher besonders aufgefallen sind. Durch Teilen, Kommentieren und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja diese Robbel, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. YT, YouTube, Robbel klingt unnötig. Da habe ich ja diese Facebook-Seite und da sehe ich ja, wer das teilt. Und ich mache das einfach zukünftig so. Hagen habe ich vergessen. Wer das teilt über die Facebook-Seite, den kriegt ihr angezeigt und dann nenne ich immer den Namen einfach. Im nächsten Video. So einfach machen wir das. Immer wenn ich ein Video teile, wird auf Facebook dann weitergeteilt, dann nenne ich den Namen dazu. So, dann bin ich eigentlich immer nur ich. Ich teile meine Videos immer nur alleine. Abgesehen von Hagen. So machen wir das jetzt in Zukunft. Ich hoffe, du hattest trotzdem ein bisschen Spaß. Das war ja eher ein ernsthaftes Video. Ich hoffe, du schaltest dann auch das nächste Mal ein, wenn das wieder ein bisschen entspannter ist alles. Ich scheint so emotional. Ich habe noch viele kleine Sachen, die ich bauen muss. Auch mal ein bisschen mal größeres wird dann wieder dabei sein. Also, es lohnt sich. Jetzt ist mal 2 Wochen Ruhe, weil ich viel arbeiten muss. Aber danach geht es auf Zug weiter. Hashtag.